Es ist ein Kampf mit jeder Kumpel zum Reinkommen. 86 Kilo sind halt nicht ohne. Und das ist gleichzeitig mein neuer Rekord. Ein trauriger Rekord. Erst wie am Abend, wenn man im Bett liegt, stellt man sich das alles ein bisschen lockerer vor. Wenn man träumt davon, wieder Rennen zu fahren, denkt man sich, ja, ich kann ja alles, ist ja alles in meinem Kopf. Aber das ist es nicht. Es regnet. Es regnet. Und naja, auf alle Fälle für zwei Wochen sind wir viel mehr zum Fahren gekommen. Da war perfektes Wetter und ich habe mein erstes Hobbyrennen gemacht in Barcelona. Crazy Old Man Cup. Ich sag's euch. Wenn man so weg war vom Schuss und so weg ist, ich spüre den Ellbogen, ich spüre die Schulter. Ich kann es wieder normal bewegen. Es tut nicht richtig weh, aber es ist einfach nicht richtig fit. Und noch einen Tag fahren, oder wenn ich schneller fahren probiere, dann spüre ich es schon. Es lacht nicht so richtig aus wie früher. Und mit den Hüften habe ich das Problem, ich kann mich nicht richtig bewegen, ich kann nicht richtig hin und her. Ich habe einfach nicht. Ich kann einfach nicht so sitzen wie ich. Ich kann nicht so sitzen, ich kann mich nicht so bewegen, ich kann das Motorrad noch nicht so bewegen. Es ist schon ein langer, harter Weg mit viel Diät und viel Sport vor mir. Damit ich endlich wieder starten kann! Ja!